Die Knarren auf dieser Liste sind nutzlos und absolut lächerlich. Wenn du sie das erste Mal abfeuerst, denkst du dir, hä, was soll ich jetzt bitte damit? Und genau dieser What-the-fuck-Moment ist großartig, denn die Entwickler haben natürlich genau diese Reaktion von uns bezweckt. Und es ist ja nicht so, dass wir diese Knarren nicht lustig finden würden. Das sind unsere Top 5 der nutzlosesten Knarren in Games. Here's what you wanted. Oh, spare gun. Oh, you can shoot the dog? Of course I can. Will he wake up? Fangen wir mit der Wasserpistole aus Metal Gear Solid 5 an. Genau, es ist nur eine Wasserpistole und die kann nichts anderes als mit Wasser spritzen. In einem Spiel wie Metal Gear, in dem du auch harte Gegner ausschalten musst, ist die Wasserpistole also nicht deine erste Wahl. Sie mag dir auf den ersten Blick richtig sinnlos vorkommen. Ein Kinderspielzeug, oder? Schon mal Geiles im Spiel zu haben. Da wir sie schon mal mit rumschleppen, können wir auch mit ihr experimentieren. Und dabei merken wir, dass sie doch für kleine Aufgaben gut geeignet ist. Erstmal hat sie unendlich Munition. Wir können mit ihr bei technischen Geräten Kurzschlüsse hervorrufen, ohne dabei Lärm zu machen oder Waffen zu alarmieren. Du kannst damit kleinere Feuer ausschießen, die komplette Stromzufuhr eines Camps lahmlegen und wenn du damit auf Gegner zielst, dann halten sie die Waffe erstmal für echt, was praktisch ist. Und wenn sie dann Wasser ins Auge kriegen, sehen sie erstmal nichts und sind damit für den Moment ausgeschaltet. Oh wow. Okay, so spray him now. The terror. What? You have to be kidding me. Mit der Kolibri aus Battlefield 1 kannst du wenigstens echte Kugeln abfeuern. Das ist aber auch der einzige Vorteil, den die Waffe hat, denn nützlich oder sinnvoll ist es nicht, mit ihr zu schießen. Es sieht aus, als wenn du aufpassen müsstest, sie nicht kaputt zu machen, so klein liegt sie in deiner Hand. Die Kolibri ist wahrscheinlich die lächerlichste Knarre der Welt. Sie ist so unhandlich, dass man allein beim Nachladen Fingerspitzengefühl benötigt, um sie nicht fallen zu lassen. Warum zum Teufel sollte man diese Waffe benutzen? Ihre Feuerkraft ist schwach. Sie könnte ein Kiefernholzbrett durchschlagen, das nicht dicker als 3,5 cm sein darf. Das haben wir recherchiert. Um im Spiel jemanden mit dieser Knarre zu töten, muss man aus nächster Nähe mehrere gezielte Kopfschüsse abgeben und ihre Feuerrate ist verdammt langsam. Die Kolibri ist eine Trollwaffe und genau deshalb macht sie Spaß. Wenn ihr damit einen Kill erzielt, macht das definitiv Eindruck. In Just Cause 2 kannst du die Happy Bubble Blaster finden, bei der es sich ebenfalls um eine Wasserpistole handelt. Genauer gesagt um eine Seifenblasenpistole. Und die ist nun wirklich ein Kinderspielzeug. Sie ist rosa, sie schießt niedliche Blubberblasen und macht genau 0 Damage. Das Witzigste beim Abfeuern ist natürlich, dass sie eine Rückstoßanimation hat, was einfach herrlich ist. Das Lustige ist, dass sich Zivilisten und Behörden aus irgendeinem Grund so verhalten, als wäre die Bubble Blaster eine normale Waffe. Und das, obwohl sie rosa ist und auch aussieht wie eine Seifenblasenpistole. Die Leute in Just Cause 2 scheinen das nicht zu sehen. Und wenn du lustige Bläschen in die Luft steigen lässt, fangen sie an zu schreien, laufen weg und eröffnen das Feuer auf dich. Also streng genommen bringst du dich mit der Seifenblasenpistole nur selbst in Gefahr. Your fake enthusiasm. Wow, look at those bubbles! Come on. Come on. Come on, come on, come on, come on. Anyway, whoa. Absolutely worthless. Ja, auch ein Horror-Zombie-Game wie Dying Light spielt dir Waffen in die Hände, die dir eher schaden als nützen. Da wäre zum Beispiel die Anti-Gadoid-Gun, die zwar schick aussieht und sogar mit einem absolut unnützen Schalldämpfer ausgerüstet ist, die aber nichts kann, außer Geräusche zu machen. Du könntest genauso gut eine Klingel in der Hand halten, eine Tröte oder ein Furzkissen. Dass die Zombies bei Geräuschen auf dich aufmerksam werden und auf dich zukommen, war vorauszusehen. Also stehst du, wenn du die Knarre das erste Mal abfeuerst, ganz enthusiastisch irgendwo rum und zielst auf Zombie-Köpfe. In der Annahme, dass die gleich mit einem lauten Knall zerplatzen und ihre Eingeweide in der Landschaft verteilen. Und was passiert stattdessen? Du trötest lahm herum und die Untoten trotten alle los in deine Richtung. Genau nach unserem Geschmack, ihr fiesen Entwickler. Die Tranquilizer Gun aus Turok 2 tut genau, was ihr Name sagt. Deswegen können wir sie nicht mal richtig haten. Sie betäubt Gegner für ein paar Sekunden. Schön und gut, aber was nutzt dir das in einem knallharten Ego-Shooter, in dem Feinde in Scharen auf dich zukommen und gut gezielte Schüsse aus leistungsstarken Kanonen benötigen, um zu sterben? Wenn du das kurze Zeitfenster ihrer Betäubung nicht nutzt, um sie mit einer richtigen Knarre außer Gefecht zu setzen, dann stehen sie wieder auf und setzen ihren Weg zu dir fort.
Die Tranquilizer Gun hat sogar ein Zielfernrohr, das aber nur Deko ist, denn nutzen kannst du es nicht. Uns fällt eigentlich nur ein Grund ein, warum du sie überhaupt nutzen solltest. Und das ist der Fall, wenn dir die Munition ausgeht. Sobald der Feind am Boden liegt, kannst du die Gelegenheit nutzen, um entweder zu fliehen oder den Gegner zu erledigen. Oh, noch ein Fun Fact. In der ursprünglichen Version für N64 gab es aufgrund eines Bugs für diese Waffe nie Munition, was sie noch nutzloser machte. Und bei etwa der Hälfte der Gegner im Spiel funktionierte sie einfach nicht. Wir würden sagen, ein verdienter Abschluss der Liste mit den sinnlosesten Waffen. Für einen Gag sind diese Waffen auf jeden Fall gut, auch wenn du mit denen kein einziges Level bestreiten könntest. Danke fürs Zuschauen, Abonnieren und Liken. Und Mittwoch geht's weiter mit jeweils einer wöchentlichen Folge Verbotene Games. Bis dahin haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.